Und da sind wir wieder bei der nächsten Folge von The Fisherman Fishing Planet. Heute geht es weiter mit der, ja eigentlich noch mit der Tutorial-Mission. Es geht hier Stück für Stück. Man wird Stück für Stück an die Mission herangeführt oder ans Angeln herangeführt. Ich bin Level 3 bin ich noch, kurz vor Level 4. Und die nächste Mission sagt, Alter, hier, du brauchst mal so ein Wirbelblei. Du musst damit mal versuchen zu angeln. Wahrscheinlich auf Grundangeln. Das hatten wir ja gerade im letzten Video noch, das Posenangeln. Und jetzt geht es dann weiter aufs Grundangeln und dann gucken wir da mal rein. Also, weiter geht es. Wir sollen hier in den Laden. Kaufen Sie Triple Case. Kaufen Sie Triple Case. Da sind wir. Triple Case. Was auch immer das ist. Habe ich genug Kohle? Oh mein Gott, ich habe bald 15.000 Gelds. Ja, kaufe ich. Was auch immer das ist. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist denn das? Eine Angelroutentasche. Quatsch, Alter. Ich habe mir doch jetzt nicht für 2.000 eine Tasche gekauft. Nee. Nee, das ist ja der Hammer. Nee, das ist ja der Hammer. Ich habe für 2.000? Okay, also Tutorial. Wie kaufe ich hier ein? Wie rüste ich das Set aus? Wie baue ich es zusammen? Gucken. Kaufen Sie Creek Pro 240. Aha, okay, da haben wir die Angelroute. Eine Feederroute, also eine Grundroute. Das ist schon mal gut. Und da haben wir dann hier Kategorie 2. Auch schon nicht ganz billig. Kratsching, habe ich die jetzt gekauft? Nein. Jetzt habe ich sie gekauft. Okay. Die passende Spule dazu, sehr gut. 1200er Spule. Ja, sieht man hier Details? Ja, sieht man hier. Okay, da sieht man die Details. Gucken wir, guck mal, sogar ein 3D-Model davon. Oder? Kann ich das drehen? Kann ich. Oh ja, doch, das ist doch schick. Das ist doch ganz schick gemacht. Ja. Sie kaufen, Gegenstand wurde im Rucksack verstaut. Sehr schön, sehr schön. Angelschnüre. Monofile Angelschnur. Von 1,4 Kilo. Hier kaufen Sie ein Mono-Vorfach. Ich habe doch schon eine Mono-Schnur. Was haben wir denn da? Ah, ein bisschen dünner oder wie? Okay. Ja, gekauft. Angelzubehör, Grundblei, jawohl. Muss natürlich auch wieder passen zum Wurfgewicht der Rute und solche Späße. Angelzubehör, Haken. Erstaunlich. Sechser Haken. Ja. Sechser? Ne, Zehner, ne? Zehner Haken. Zehner Haken. Köder, normal, normale Köder, das ist ein schöner Begriff, normal. Graupenbrei. Zielfisch Rotauge. Guck mal da, steht auch hier noch dran. Das ist ja krass. Und fürs Tutorial müssen wir das hier kaufen. So, haben wir alles? Genau. Ja, geil. Also, wir haben jetzt hier die Rolle, beziehungsweise die Route haben wir jetzt ja schon drin. Die Länge, da haben wir das Wurfgewicht, da haben wir es, also auf das muss man tatsächlich achten, von 5 Gramm bis 35 Gramm Wurfgewicht, also nicht da drüber gehen. Das ist eine leichte Rute, Schnurgewicht steht hier 1 bis 3 Kilo. Schön. Führungsringe 6 Stück. Ja, ich glaube, das sind so erstmal die wichtigsten Werte, ne? Haltbarkeit ist auch noch komplett. Okay. Muss ich das ziehen? Ich kann es ziehen. Sehr schön. Schnur drauf. Also er zeigt es jetzt gerade. Er zeigt es jetzt gerade an. Deswegen ist es alles so easy. Schnurkappen. Ich habe 70 Meter. Und ich packe. Also ich habe ja nur 70 und ich packe 80 drum. Ja, ich drück einfach mal durch, ne?
So, dann brauchen wir hier ein Wirbelblei. Okay, das könnte schon zu Verwirrung führen. Hätte ich das ohne Tutorial jetzt nicht gehabt, würde ich hier nach einem Korb suchen, nach einem Fiederkorb, so einem Futterkörbchen. Und das ist jetzt hier Wirbelblei, bla bla bla, Blei. In Birnenform. Sieht aus wie eine matschige alte Birne. Ja. Vorfach dran, jawohl. Haken, kann ich auch Doppelklick machen? Ja, kann ich auch. Und Kratsching! Kratsching! Ja, Mann! Ach so, ich muss jetzt. Ah! Hier, reisen wieder. Genau, nach Tschechien. Warte, Tschechien, Lizenz stand da gerade irgendwas von. Alter! Dabei könnte ich schön zu Hause in meinem Lone Star Lake noch ein bisschen angeln, ey. Drehen Sie den Globus und dann wählen Sie hier die Fischerei aus, Alten. Perfekt. Und ich habe keine Lizenz. Ha! Und hier oben blinkt es auf. Und ich muss hier in den Laden. Gut zu wissen. Alles klar. Und da haben wir die Riesenauswahl der ganzen Regionen abgefahren. Richtig gut. Kaufen Sie einfache Lizenz. Ich würde einfach direkt beide kaufen. Okay, ich halte mich ans Tutorial. Kaufen Sie einfach Lizenz. Ja, habe ich jetzt. Sonst macht man manchmal Tutorials kaputt. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Gehen Sie nach. Ja, jetzt kann ich reisen, oder? Gucken wir noch mal eben nach dem Wetterbericht. Also 5 Uhr morgens, best. 4, 5 Uhr morgens. Gucken wir gleich mal direkt. Ha! Sehr geil. Tipp, top. So, wählen Sie, genau, fischen gehen. Und, ich glaube, ich gehe mal hier so in dem Bereich. Ich gehe mal hier unten hin. Ich muss hier. Ja, Mann. Ich gehe ja schon. Alter, was hier passiert überall? Kratsching! Ja, Mission erfüllt! Fortgeschrittene Lizenz. So. Kommen Sie näher zum Wasser. Hier bin ich. Drücken Sie, um zu zielen. Ah. Ja, warte mal. Ich nehme mal mein Apparillo hier wieder. Und nun? Ah. Drücken Sie auf RT. Ah, jetzt macht er aber. Wo ist denn das Zielen? Warten Sie, bis der Auswahl für den Karton nicht eine Markierungslinie. Achso, ich muss hier ganz flach nur machen. Drücken Sie auf. Aber ein bisschen. Oh mein Gott, ich muss da hinten hin. Ja, vielleicht kurbeln wir das Ganze nochmal schnell ein. Achso, so war kurbeln. Okay, ich müsste es. Ich sollte es vielleicht ein bisschen üben. Wir ziehen das nochmal eben rein hier. Ach du Scheiße, ich sehe hier oben meine Rutenspitze. Nicht, dass die irgend. Oh, das ist cool. Das fühlt sich gut an. Halten Sie R und A, um schneller abzuwickeln. Ich will gar nicht schnell abwickeln. Drücken Sie LT. Aha. Ah, siehste. Das hatte ich jetzt gerade durch die Maus. Komm, 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 komm. Mit Feingefühl. Und jetzt. Wir machen das schon. Das wird. Drücken Sie LT. Ja, und jetzt drücken Sie.
Okay. Ich würde sagen, jemand. Schönes Einkurbeln. Okay, drücken Sie LT. Komm, das ist on point. Alter, ich habe einfach keine Power da drin, Alter. Alter. Wieso habe ich denn keine Kraft in den Fingers? So. Rechte Maustaste. Reingeaimt. Zack. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd dafür. Kann das sein, dass ich hier so eine Klemme habe? Warum steht denn da Klemmen? Habe ich so einen Schnurclip irgendwie reingemacht? Wie auch immer. Da ist doch ein Schnurclip drin. Das macht doch immer da. 14 Meter unten rechts in der Ecke sehe ich es doch. Alter, wer trollt mich denn hier so? Habe ich irgendwas gefettfingert? Habe ich hier irgendwas geschnurklippt oder was? Ha! Okay. Strike! Das muss mir erst mal einer nachmachen. Halten Sie und Shift, um schnell abzuwickeln. Hä? Wie? Was? Wo? Wieso schnell abwickeln? Ach, einwickeln. Ja, mache ich. Jetzt schon? Okay. Oh, ist was dran. Ach so. Ja, Mann. Okay, ich könnte die Bremse, könnte ich ein bisschen hoch machen. Wo ist denn die Bremse? Gleich mal gucken. Warum habe ich denn die Bremse? Erstmal den Fisch reinziehen. Guck mal, was haben wir denn da? Zack, da kommt die angeflogen schon. Alter. Eine Silberkarausche. Ja, cool. Darf ich den denn behalten? Ja, ne? Behalte ich. Ich weiß auch gar nicht, was ich für eine. Yes! Level 4. Alter, das lübt hier, ey. Ich weiß gar nicht, was ich für eine. Guck mal hier. Das ist nett. Das ist schön, ey. Ja, so will ich. Genau da so hin. On point. Jetzt muss ich noch mal eben auf das Abzeichen, auf das diese Animation da oben achten. Ach, jetzt ist die Rutenspitze. Okay, solange ich jetzt irgendwie keine Bimmel oder so da vorne dran habe. Okay, geht hart runter. Und dann kann ich hier auch reingehen. Ah, guck mal hier. Jetzt wird es hier unten angezeigt. Ich wollte nämlich gerade schon nachgucken. Mit Plus und Minus. Finde ich. Ja, wie finde ich das denn? Ich muss mal gucken, ob ich das umlegen kann. Vielleicht auf dem Mausrad. Also auf dem Controller ist es praktischer. Auf dem Controller geht das halt mit dieser Kreuztastatur da. Das ist easy. Aber auf der Maus ist das doch auf dem Mausrad viel entspannter. Da ist doch die Einholgeschwindigkeit weniger wichtig. Komm ran hier, Alter. Der hat aber Schmackes. Was da einer ist. Das ist halt geil. Also das kann man halt, diese Anzeigen, die kann man anfangs einstellen, auch in den Optionen, ob man so eine simple, einfache Anzeige haben will oder diese detaillierte. Ich finde die detaillierte wesentlich aussagekräftiger. Das heißt, theoretisch könnte man halt jetzt gucken, ob man nicht vielleicht doch noch eine stärkere Schnur nimmt oder ein stärkeres Vorfach. Weil, wie man jetzt hier sieht, das ist halt schon fast im roten Bereich.
Und die Rolle ist noch recht entspannt und die Rute sowieso. Also wenn jetzt hier mal noch ein Fisch anbeißt, der mal ein Kilo mehr wiegt. Das ist aber schon geil, ey. Schon ein guter Drill. Fühlt sich doch gut an. Und wie er abhaut, ey. Und wie er aus dem Wasser gehüpft kommt. Cool. Ja, Mann. Ja, komm ran hier. Komm ran. Oh, der will gar nicht, ey. Schritt nach hinten, kann ich ein bisschen laufen. Guck mal da. Alter! Alter, der hat aber mal... Das ist aber mal schon mal... Alter, ein richtiger Karpfen, ey. Ja, behalten. Wieso soll ich den freilassen? Mega. Guck mal, jetzt muss ich da wieder hin. Perfekt. Zack. Cool. Zack und gib ihm. Vergrößern Sie die Zitterspitze. Ach komm, Schnickschnack. Zack. Okay, das ist, da sieht man sofort angeschlagen. Das ist wieder etwas kleineres. Den können wir jetzt hier einfach reinkurbeln. Easy. Vielleicht müsste ich gleich mal den Köder ändern, oder? Grundfischerei. Fangen Sie 3 Fische. Okay. Zack, zack und zack. Oh. Ach, hat er gerade nicht gezählt? Warum hat denn der nicht gezählt? Oder hat der Erste irgendwie nicht gezählt? Behalten. Irgendwie hat der Erste nicht gezählt. Und das Nächste nochmal hier. Zack, on point. Klatsch. Schön. Köder geht runter. Also das Blei geht runter mit samt dem Köder. Und dann wieder abwarten. Ja, Grundangeln in der Regel die simpelste Art und Weise zu angeln. Zack. Ja, muss man gar nicht so auf viel achten. Der Fisch kommt schon. Ist aber auch eine dünne Rute, ne? Alter, was ein Stöckchen, ey. Aber für so kleine Dinger hier, für so kleine... Ach, tada! Rotauge! Bester Fisch, Alter. Bester Fisch. Die ollen Rotaugen, ey. Jawohl, mitgenommen. So, und nu. Yes. Sehr gut, ey. Sehr, sehr gut. Perfekt. Ja, schließen. Neue Mission. Zusammensetzung vom Spinngerät. Geil. Spin. Richtig gut, ey. Das machen wir im nächsten Video. Daumen da lassen. Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.